Risa, Mitte August. Die NPD marschiert gegen Flüchtlinge. Wir haben es hier mit einer Art Völkerwanderung zu tun, die politisch gefördert und geduldet wird. Und wir haben es hier vor allem auch mit einer Form der Landnahme durch junge, kulturfremde Ausländer zu tun. Hassparolen gegen Menschen in Not. Parolen, die das Klima vergiften, warnt der Verfassungsschutz. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl der versuchten Anschläge auf Asylbewerberheime gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Ein Hintergrund ist eben, ein wichtiger Hintergrund eben, der Rechtsextremismus, der dieses Thema befeuert. Die NPD distanziert sich öffentlich von Gewalt, aber sie schürt Ängste und Vorurteile. Wir treiben hier auf anarchistische Zustände zu, auf Zustände von Parallelgesellschaften, von rechtsfreien Räumen, von kulturfreien Räumen und auch von deutschen freien Räumen und das auf deutschem Boden. Und das finde ich unerträglich und ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, in einer westdeutschen Großstadt zu leben, da würde ich seelisch krank werden. Risa wehrt sich. Schluss mit Asylmissbrauch und Überfremdung. Wehrt euch. Ich finde es ganz toll bei diesem wichtigen Anliegen, dass trotz des Wetters so viele Bürger hier aus Risa gekommen sind. Tatsächlich folgen rund 250 Menschen in der sächsischen Provinz dem Aufruf der Rechtsextremisten. Darunter längst nicht nur Skinheads und Hooligans, sondern auch ganz normale Bürger der Umgebung. Darunter auch viele Jugendliche. Und die werden mit Feindbildern aufgeladen. Bilder vom angeblich üblen Fremden. Hier in Risa, genauso wie morgen wieder in Meißen und anderswo in Sachsen. Wir gehen auf die Straße, weil wir uns diese Sauerei, weil wir uns die Besetzung und den Raub unseres Heimatlandes durch Heerscharen kulturfremder Asylbetrüger nicht hinnehmen werden. Hetze gegen Flüchtlinge. In Berlin hat Deutschlands Inlandsgeheimdienst seinen Sitz. Der Verfassungsschutz beobachtet die fremdenfeindliche Agitation der NPD, bewertet sie als extremistisch. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen warnt vor einer zunehmenden Instrumentalisierung des Asylthemas durch rechte Verfassungsfeinde. Unser Eindruck ist, dass in der Tat auch rechtsextremistische Organisationen, rechtsextremistische Parteien, neonazistische Gruppen den Unmut in der Bevölkerung nutzen, um als Trittbrettfahrer, will ich mal so sagen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und versuchen auch durch fremdenfeindliche Hetze das Klima weiter anzufeuern, bis hin eben auch zur Gewaltbereitschaft. Überall in Europa machen rechtsextreme Gruppen gegen Zuwanderung und Asyl mobil. Im Westen wie im Osten. Auch in Prag marschieren Fremdenfeinde im August, angemeldet von angeblich besorgten Müttern. Unter den Teilnehmern auch Anhänger der sogenannten Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit, kurz DSSS, die stärkste rechtsextreme Partei Tschechiens. Die Parolen der Demonstranten klingen wie in Deutschland, krude Vorurteile gegen Muslime und Flüchtlinge. Sie werden unsere Frauen überfallen. Das ist ihr Scharia-Recht. Das ist kein Recht, das ist widerlich. Monotone Sprechchöre. Tschechien den Tschechen. Der Aufmarsch in Prag. Es sind offensichtlich auch viele Bürger, die hier ihrem Unmut kundtun. Die Demonstration startet unter dem Motto: Lasst uns unser Land, unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder schützen. Die Organisatorin Lucy Haschkova gilt als politische Newcomerin in der tschechischen Szene. Wir haben Angst vor dem Islam. Wir alle haben Kinder, Familie und Freunde, die wir mögen, Orte, an die wir gerne gehen, Denkmäler, Kultur. Und die Vorstellung, dass das alles verworfen oder zerstört wird, so wie wir es schon im Ausland sehen können, das will ich einfach nicht. Am selben Tag findet in Prag noch eine weitere Kundgebung gegen Muslime statt. Das Klima in der Tschechischen Republik wird rauer. Ein Klima, das auch Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman, der hier mit Putin posiert, befeuert. Auszüge aus einem Zeitungsinterview.
Ihre Herkunftsländer bleiben immer Algerien, Libyen oder, wenn Sie wollen, Mali, aus dem einfachen Grund, dass es eine gewisse genetische Abhängigkeit gibt. Und weiter? Fehle Menschen aus diesen Ländern die Fähigkeit, sich zu adaptieren. Düsseldorf. Hier an der Fachhochschule sind Wissenschaftler spezialisiert auf den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus. Eine eigene Arbeitsstelle analysiert europaweit rassistische Strukturen. Seit Jahren beobachten die Wissenschaftler eine wachsende Akzeptanz fremdenfeindlicher Parolen. Und das europaweit. Mit Sicherheit hat der Aufstieg neonazistischer und neofaschistischer Parteien auch etwas mit dem gesamtgesellschaftlichen Umgang, mit der Frage von Zuwanderung, mit den öffentlichen Diskursen in der Mitte der Gesellschaft zu tun, wie solch ein Thema Zuwanderung thematisiert wird, problematisiert wird. Das kann einen Verstärkereffekt haben auf solche Gruppen, die sich dann quasi als politische Vollstrecker eines angeblich vorhandenen Volkswillens interpretieren und entsprechend handeln. Die Recherche führt nach Brüssel. Hier im Europaparlament sind mehr denn je rechtsextreme und rechtspopulistische Abgeordnete vertreten, besetzen 140 von rund 750 Sitzen. Auch die deutsche NPD stellt einen Parlamentarier. Gemeinsam mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern schließen sich die deutschen Rechtsextremisten zum europäischen Bündnis Allianz für Frieden und Freiheit zusammen, kurz APF. Am 17. Juni 2015 lädt das Bündnis zur Pressekonferenz. Auf der Bühne der NPD-Europaabgeordnete Udo Vogt und der Vorsitzende der British National Party, Nick Griffin. Der dritte starke Mann ist der Präsident der neuen Allianz, Roberto Fiore, Führer der italienischen Forza Nuova. Es geht um eine Solidaritätsveranstaltung mit der syrischen Regierung. Im Raum auch die syrische Botschafterin. Eine paradoxe Allianz. Hier ist das isolierte Assad-Regime für die Rechtsextremen ein natürlicher Verbündeter im Kampf gegen islamistische Gruppen wie den Islamischen Staat oder Al-Qaida. Es grenzt direkt an das NATO-Land, die Türkei. Und wir können davon ausgehen, dass die Terroristen auch keine Hemmungen haben, eines Tages den Vatikan genauso zu zerstören, wie sie andere historische Städte zerstören, Venedig zerstören, Köln zerstören, wo immer sie hinkommen. Und wir sollten uns bewusst sein, dass das ein natürlicher Verbündeter ist. Neben den Sympathien für Assad ist es vor allem eine Vision, die das neue staatenübergreifende Rechtsbündnis verbindet. Der Geist einer weißen Festung Europa. Die Probleme der Überfremdung sind in ganz Europa, in Italien, in Spanien, überall in Europa da, in Ungarn, in Rumänien. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Völker Europas ihre Identität bewahren. Und dafür müssen wir die Kräfte der Nationalisten in Europa bündeln. Das zentrale Feindbild ist ein multikulturell verfasstes Europa in unseren europäischen Einwanderungsgesellschaften. Und natürlich die Träger dieser dieses Multikulturalismus, also die Zuwanderer, sie sind das personifizierte Feindbild einer völkisch-rassistischen Weltvorstellung. Noch sind die Rechtsextremen in Deutschland eine Minderheit. In anderen Staaten sind die Rechtsaußenparteien schon weiter, zählen heute zu den ganz wichtigen politischen Kräften in ihren Ländern. Ein Beispiel: Österreich. Hier gehört die Freiheitliche Partei FPÖ seit Jahren zu den größten Parteien des Landes. War schon beteiligt an der Regierung. Ein Erfolgsrezept, Stimmungsmacher. Wir wollen anständige Menschen und wir wollen keine Kriminellen nach Österreich importieren. Das ist doch unser gutes Recht. Nur in Österreich wird sozusagen gewaltbereiten und gewaltauffälligen bekannten Asylbetrügern nach wie vor der rote Teppich ausgerollt. Beispiel 2. In Holland erreicht Geert Wilders mit seiner rechtsradikalen Partei der Freiheit, kurz PVV, bei den Europawahlen über 12%. In Dresden ist der April 2015 Gast auf einem Montagstreffen der Pegida, den sogenannten Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Heißt mit mir herzlich willkommen, Philipp Wilders! Und über 10.000 Zuhörer jubeln dem Rechtspopulisten zu. Hallo Deutschland!
Es ist nichts falsch daran, zu wollen, dass Deutschland weiterhin frei und demokratisch bleibt. Es ist nichts falsch daran, unsere jüdisch-christliche Zivilisation zu verteidigen. Es ist unsere Pflicht. Seine Rede, der schmale Grat zwischen gerade noch demokratisch und fremdenfeindlich. Hassparolen eines Politikers, der mit seiner Partei schon die Niederlande mitregierte. Seine islamfeindlichen Parolen brachten Wilders an die Macht. Das macht ihn europaweit zum Vorbild der rechten Szene. Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die meisten Terroristen sind Muslime. Und wir sind besorgt, weil wir wissen, woraus sie ihre Inspiration beziehen. Wir kennen das Buch, das sie lesen. Liebe Freunde, auch die Muslime rufe ich auf, befreit euch von den Fesseln des Islam. Verlasst den Islam und wählt für die Freiheit. Wir haben es in Deutschland geschafft, über die letzten Jahre und Jahrzehnte Rechtsextremismus als ausgegrenzt darzustellen. Sie haben keinen Anschluss gefunden an die bürgerliche Mitte. Das ist anders in anderen europäischen Staaten. Von daher sind wir mit Blick eben auf den deutschen Rechtsextremismus in einer etwas anderen, ich würde fast sagen, besseren Situation. Frankreich. Hier greift eine rechtsextreme Partei bereits nach der Macht. Die Front National. Bei den letzten Europawahlen wurde sie die stärkste politische Kraft des Landes und stellt heute 24 Europaabgeordnete. Umfragen sehen in der Front National-Vorsitzenden Marine Le Pen die neue starke Frau Frankreichs. Eine Rechtsradikale mit besten Chancen aufs Präsidentenamt. In Paris ist die Organisationszentrale. Der Vorsitzende der Front National-Jugend spricht gerne über das Erfolgsgeheimnis seiner Partei. Ein offensiver Patriotismus. Egal, ob man seit 15, 30 Jahren oder seit 30 Generationen Franzose ist, wir gehören alle zum selben Land, ab dem Moment, wo man sagt, mein Land ist Frankreich. Der junge Mann entwickelt sich zum Star der jungen Rechten. Seinem Jugendverband gehören 25.000 Mitglieder an. Sein Masterstudium hat der 20-Jährige gerade abgebrochen. Jetzt ist die Priorität seine Partei. Der Slogan Frankreich den Franzosen habe ihn überzeugt, erklärt er. Es gibt auch Konditionen, um Franzose zu werden. Die Sprache respektieren, also die Sprache beherrschen, die Geschichte kennen, das Gesetz respektieren, etc., etc. Und dann müssten wir natürlich schauen, braucht das Land sie? Ja oder nein? Das ist der richtige Weg. Aktuell haben wir 10 Millionen Arbeitslose und 9 Millionen Arme. Wir können uns nicht erlauben, das ganze Elend der Welt zu beherbergen. Und natürlich ist es auch an Frankreich zu sagen, hört zu, aktuell haben wir Bedarf oder halt nicht. Hunderttausende Flüchtlinge strömen derzeit nach Europa, fliehen vor Bürgerkrieg und Gewalt. Was Parteien am rechten Rand überall in Europa propagieren, ist in Ungarn offizielle Regierungshaltung. Der Ministerpräsident Viktor Orbán erklärt gar eine ganze Weltreligion für unerwünscht in seinem Land. Jeder kann für sich entscheiden, ob er in seinem Land mit Muslimen zusammenleben will oder nicht. Ich kritisiere nicht die, die es tun. Wir aber wollen es nicht. Und deshalb baut Ungarn jetzt Zäune zur Abwehr fremder Religionen und Ethnien. Antwerpen in Belgien. Hier treffen wir die Führung der flämischen Rechtspartei Vlaams Belang, die zu den engen Partnern des Front National zählt. An diesem Tag kommt Besuch der deutschen Pro-NRW-Bewegung. Sie sprechen über den Einsatz gemeinsamer Agenturen für Kampagnen gegen Einwanderer. Ein Spitzenfunktionär der Flamenbewegung spannt dafür sogar seine Tochter als Plakatmodell ein. Das ist die Plakate mit meiner Tochter. Die Burka-Bikini. Schlagzeilen produzieren, ne? Ja. Frauen gegen Islamisierung. Hat auch ein zweites Plakat gemacht. Kommen Sie nach in Deutschland. Ja, das ist gut, dass wir die Schweizer Volkspartei haben. Ja, haben Sie. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Kampagnenbüro
von der Schweizerischen Volkspartei. Zusammen haben wir diese Kampagne. Ist ein Deutscher, glaube ich. Ne? Das ist ein Deutscher. Er arbeitet auch zusammen mit den Leuten von der FPÖ. Ja. Er hat uns auch das Motiv verkauft. Die Schweizer Volkspartei hatte doch Anti-Minarett-Plakate. Ja, ja. Wo diese Minarette wieder kehren, ja, aus. Stimmt. Und da hat er uns die Rechte für Deutschland, ja, überlassen, ja, für ein kleines Entgelt. Ja, 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 ja. Ein Grillnachmittag in Prag. Hier organisiert der Flamsbelang seine Sommerakademie. Rechtspopulismus als Gruppenerlebnis. Eine Veranstaltung, die den Flamsbelang nach innen festigt und der Vernetzung mit den tschechischen Gleichgesinnten dient. Seit Sommer 2015 existiert im Europäischen Parlament eine gemeinsame rechtspopulistische Fraktion mit dem wohlklingenden Namen Europa der Nationen und Freiheiten, der unter anderem auch die Front National und die Partei des Geert Wilders angehören. Es geht um völkische Identität und Abschottung gegen alles Fremde. Es gibt viele Feinde. Massenimmigration, Globalisierung, kultureller Marxismus. Aber der größte Feind ist, wenn man mich fragt, der Selbsthass oder die Eliten in Europa sind erfüllt mit Selbsthass. Alles, was typisch europäisch ist, typisch flämisch, typisch deutsch, typisch tschechisch, die hassen es wirklich. Die wollen immer etwas Exotisches, Neues. Unsere Traditionen, unsere traditionelle Kleidung, unsere traditionelle Musik. Viele Leute mögen es nicht. Tun so, als wäre es von Bauern, von dummen Leuten. Dresden. Hier an der Universität treffen wir einen der bekanntesten deutschen Parteienforscher. Werner Patzelt sieht eine wachsende Vernetzung von Europas Rechtsextremisten. Gesteuert durch gemeinsame Feindbilder. Wenn man ohnehin sozusagen für den Weiterbestand der weißen Rasse angesichts Überfremdung durch zuwandernde Südländer oder Afrikaner oder sonstige im Auge hat, dann liegt es völlig nahe, grenzüberschreitend zusammenzuwirken. Und wenn man mit freiheitlichen Ordnungen ohnehin nichts am Hut hat, dann kann man sich im Kampf gegen die jeweiligen Regierungen durchaus vereinigen. Ein Beleg: Solidaritätsveranstaltungen vor deutschen Botschaften in zahlreichen europäischen Hauptstädten wie Rom, Prag oder Kopenhagen. Hier dokumentiert sich die neue Qualität der Vernetzung. Europas Rechtsextreme demonstrieren gegen das drohende Verbot der deutschen NPD, solidarisieren sich mit Deutschlands Antidemokraten. Protest gab es auch in Stockholm. Doch wer sind die Partner der NPD? Die Recherche führt nach Schweden, das europäische Land, das im Verhältnis zur Einwohnerzahl derzeit die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Über die Rechtsextremisten Schwedens gibt es kaum Informationen. Wir möchten uns vor Ort ein eigenes Bild machen. Wir erhalten eine Einladung in die Hafenstadt Helsingborg. Über 1000 Jahre alt zählt sie zu den ältesten Gemeinden des Landes. Wir sind mit der Führung der rechtsextremen Svenskarnas Party verabredet, der sogenannten Partei der Schweden. Es ist das größte rechtsextreme Sammelbecken des Landes. Das Programm ist eine Mixtur aus völkischem Gedankengut und Antikapitalismus. In der NPD sehen Sie einen gleichgesinnten Partner. Wenn du dir die ganze westliche Welt anschaust, siehst du, dass unsere Länder ähnliche Probleme haben. Wir sehen auch, dass die Leute, die für die multikulturelle Gesellschaft arbeiten, international arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass auch wir international arbeiten. Die Ideologie der Schwedenpartei ist rassistisch. Und schwedische Staatsbürger dürfen laut Programm nur die Menschen sein, die eine weiße Hautfarbe haben. Du bist Schwede, wenn du einen schwedischen Pass hast. Aber wir sehen das anders. Um schwedisch zu sein, musst du ein Schwede sein, muss man unserer Ethnie angehören. Und du musst die schwedische Identität teilen. Wenn du das nicht erfüllst, kannst du kein Schwede sein. Du kannst nicht aus Somalia kommen und gleichzeitig Schwede sein. Das ist nicht möglich. Das klappt auch gesellschaftlich nicht, weil sie völlig unterschiedliche Vorstellungen haben, wie ihre Gesellschaft arbeiten sollte. Somalier zum Beispiel sagen, du musst nicht arbeiten, wenn das Gras grün ist. Aber in Schweden ist das Gras immer grün.
Jönköping, 1. Mai 2014. Schwedens Rechtsextremisten marschieren am Tag der Arbeit. Die Fahne des Vereinten Europa als Schuhabtreter. Organisator des Marsches ist abermals die Partei der Schweden. Parteichef Jakobsson führt die Demonstration an. Und wann immer in Schweden Rechtsextreme marschieren, kommt es auch zu Protest. Meist friedlich, aber diesmal nicht. Gegenstände fliegen, Dutzende von Gegendemonstranten werden verhaftet. Sie wollen nicht hinnehmen, dass Rechtsextreme den Arbeitertag für sich okkupieren und sich als soziales Gewissen der Nation präsentieren. Wir glauben, dass die alte Arbeiterbewegung die schwedischen Arbeiter verraten haben. Und heute sind wir gekommen, um ihren Platz einzunehmen. Im Interesse der schwedischen Arbeiter. Die EU ist der Feind. Jakobsson schürt Emotionen. Wie schätzen Experten des Landes die Partei der Schweden ein, die hier als neue Arbeiterbewegung auftritt? In Stockholm hat die gemeinnützige Expo-Stiftung ihren Sitz, die eine gleichnamige Zeitschrift herausgibt. Sie gilt als wichtigste Informationsquelle über rechtsextreme Tendenzen des Landes. Wir treffen Daniel Pohl, den Chefredakteur des Magazins. Er beobachtet die Partei der Schweden seit ihrer Gründung. Die Gruppe wurde bereits 1994 gegründet mit dem Namen Nationalsozialistische Front. Dann änderten sie ihre Strategie und ihren Namen, weil man keine Wahlen gewinnen kann, wenn man sich selbst Nationalsozialist nennt. Sie haben die Partei also neu verpackt, umgewandelt in das, was sie heute ist. Offen bekannte sich die Nationalsozialistische Front zur NS-Diktatur. Ein Beispiel. Dieser Marsch zu Ehren des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess 1997. Provokationen, die politisch isolierten. Das soll Vergangenheit sein, beteuert die Führung der Partei der Schweden. Experten sehen das anders. Die Svenskarnas Parti oder die Partei der Schweden ist eine Gruppe, die im Grunde eine nationalsozialistische Diktatur schaffen möchte. Sie sind gegen Demokratie. Sie argumentieren, dass die Gewalt nur in den Händen weißer Schweden sein kann. Auch in Dänemark sind Rechtsextremisten aktiv. Kopenhagen. Die dänische nationalsozialistische Bewegung, kurz DNSB, ist eine der ältesten rassistischen Parteien Europas. Wir sind mit dem Parteiführer Espen Christensen zu einem der seltenen Interviews verabredet. Als Drehort schlägt er die Carlsberg-Glyptothek vor. In dem Museum fühlt er sich der europäischen Kulturgeschichte nahe. Wie kaum eine andere Organisation ist seine DNSB weltweit vernetzt und sieht sich als Keimzelle einer neuen Widerstandsbewegung gegen Zuwanderung und Multikultur. Es könnte eine Apokalypse für die weiße Rasse sein. Wir sehen das als das Ende an, wenn wir uns nicht um eine Alternative zum politischen System kümmern. Das ist der Grund, warum wir sagen, dass der Nationalsozialismus sehr wichtig ist. Wir haben das ethnische Verständnis, wie man Gesellschaften aufbaut. Greve, eine Kleinstadt nur wenige Kilometer vor Kopenhagen. Hier hat die DNSB ihr Hauptquartier. Rechtsextremisten aus ganz Europa kommen nach Dänemark, selbst aus Russland und den Vereinigten Staaten. Zu den Partnern, erzählt uns der DNSB-Auslandsbeauftragte Torben Have, gehören auch zahlreiche Mitglieder der deutschen NPD. Ich möchte natürlich, dass unsere Rasse weiterlebt und unsterblich wird. Das werden wir durch die Rassenerhaltung, die Erhaltung unser Genpool, unser Genmasse, dadurch könnten wir Unsterblichkeit erreichen. Das könnten wir. Sie haben die Vision eines weißen Europa und deswegen müssen sie kooperieren, weil das Schlachtfeld nicht Schweden oder Deutschland ist,
Das Schlachtfeld ist Europa und die europäischen Zivilisationen. Und deswegen müssen sie kooperieren. Und sie haben Ideen, wie ihr Europa aussehen könnte. Im Saarland organisiert die NPD jedes Jahr eine sogenannte Sommeruniversität, das wichtigste Ideologietreffen der Partei. Die Veranstaltungen sind gut abgeschirmt. Rechtsextreme Prominenz kommt aus ganz Europa. Es geht um neue internationale Strategien im Kampf gegen Multikultur und Liberalität. 2013 ist ein Einpeitscher, der NPD-Funktionär Udo Pasteurs. Ohne den Kampf für die Identitätsbewahrung der europäischen Sprachen, der europäischen Kulturen, die etwas ganz anderes sind als Zivilisation, wird es kein Europa morgen oder übermorgen mehr geben, liebe Freunde. Das muss uns ganz wohl. Es geht um internationale Strategien einer vereinten europäischen Rechten. Ein Gastredner ist Nick Griffin, Kopf der British National Party, kurz BNP, mit 4.200 Mitgliedern die stärkste rechtsextreme Partei Großbritanniens, die es schon ins Europaparlament brachte. Wir sind nicht nur gegen die Einwanderung durch Muslime, wir sind gegen jede Einwanderung in unsere Länder. Du bist Engländer oder Deutscher nicht wegen des Wohnsitzes, nicht weil du es möchtest, sondern wegen des Blutes. Nick Griffin setzt auf internationale Kooperation, vereint mit der NPD. Wir wissen, was Nationalisten sind. Und es ist ein nationalistischer Block, den ich bilden will in der EU. Denn das ist das Einzige, was die europäischen Gesetze stoppen kann, die die EU benutzt, um die Nation Europa zu zerstören. Also ich denke, es gibt mehrere Gründe, warum man über die Grenzen schaut. Zum einen gibt es natürlich prominente Führungsfiguren des Rechtsextremismus in europäischen Ländern. Man könnte aus deren Sicht sagen, die es geschafft haben. Die es geschafft haben, in das dortige Parlament zu kommen. Insoweit besteht natürlich bei deutschen Rechtsextremisten das Interesse, diese Personen als Zugpferde vielleicht auch mal nach Deutschland zu locken. Doch die europäische Zusammenarbeit existiert nicht nur im Parlament, sondern auch auf Demonstrationen und Kongressen. Wir fahren nach Holland. Hier in Arnheim ist eine der umtriebigsten Neonazi-Gruppen des Landes aktiv. Die Niederländische Volksunion, kurz NVU. Und die fordert einen völkisch reinen Staat der Niederländer. Der NVO steht auf das Punkt, dass wir keinen Neubau mehr wollen von Moscheen, Synagogen und Hindu-Tempels. Die Leute in Holland haben die Schnauze voll von Massa-Immigration, haben die Schnauze voll von noch mehr Islam in Holland. Seit 2 Jahrzehnten ist Kusters in der rechten Szene aktiv. Früher trug er noch Braunhemd, wie hier 1998 auf einem NVU-Parteitag. Heute trägt Kusters zivil, ist akzeptiert. Stolz zeigt er uns Fotos seiner europäischen Vernetzung. Gemeinsame Aufmärsche und Kampagnen mit deutschen Rechtsextremisten. Hier Schnappschüsse mit Udo Vogt, heute NPD-Europaabgeordneter. In den letzten Jahren hat sich das politische Klima gewandelt. Auch dank der Rechtspopulisten, die heute zu den starken Kräften in den Niederlanden zählen. Allen voran die islamfeindliche PVV des Geert Wilders. Ergeben wir uns dem Islam, da unsere Hingabe zur Freiheit bereit Toast ist. Nein, dies wird keinesfalls geschehen. Wir sind nicht wie Frau Merkel. Wir akzeptieren die Islamisierung nicht. Von Neonazis distanziert sich der Rechtspopulist scharf. Doch die Rechtsextremisten segeln in seinem Windschatten. Ihre Themen sind hoffähig geworden. Kusters erzählt, dass seine Organisation auch die Rechtspopulisten des Geert Wilders unterstützt. Es hilft, dass die PVV als ein politischer Eisbrecher für uns den Weg frei macht. Und nach dem PVV, da wird der NVU folgen. Kulturveranstaltungen sollen den internationalen Zusammenhalt festigen. Ein Beispiel,
das sogenannte Fest der Völker, das jahrelang in Thüringen von NPD-Funktionären organisiert wurde, wie hier 2005 in Jena. Gäste kommen aus ganz Europa. Unter den Rednern auch der Holländer Constant Kusters. Bei diesem Fest sprechen wir von einem Europa der Völker ohne Diktatur der Bürokraten und des Kapitals. Ein Europa, wo Ordnung und Disziplin wieder wichtig sind. Die Europa, wo jedes Volk im eigenen Land bleibt. Es lebe die deutsch-rumänische Brüderschaft. Es lebe die Brüderschaft aller Nationalisten Europas. Es lebe das Europa der Vaterländer. Vielen Dank, Kameraden. Immer mehr osteuropäische Rechtsextremisten sehen sich als Partner von NPD, BNP und NVU. Zu dieser Verbindung möchten wir uns ein eigenes Bild machen, reisen nach Rumänien. Die einstmals kommunistische Diktatur zählt heute zu den ärmsten Staaten der Europäischen Union. Trotz der finanziellen Verbesserungen seit dem Eintritt in die EU 2007 ist wirtschaftliche Not noch weit verbreitet. Das durchschnittliche Monatseinkommen liegt bei unter 500 Euro. Die sozialistische Prunk- und Protzfassade der alten Machthaber ist Vergangenheit. Halt finden viele Rumänen in ihrem Glauben. Fast 90% der Bevölkerung gehören der rumänisch-orthodoxen Kirche an. Informationen über die rechtsextreme Szene im Land sind rar. Wir erhalten eine Einladung nach Bukarest. Hier in der Hauptstadt hat die wichtigste Kraft des Landes ihren Hauptsitz. Die Noua Dreapta, zu Deutsch die Neue Rechte. Und wie die NPD ist sie angetreten, um den Kontinent völkisch neu zu strukturieren, unabhängig von der EU. Die Parteiführung gibt eines der seltenen Interviews. Die Europäische Union ist ein Gefängnis, nicht nur für Rumänen. Es ist ein Gefängnis für Nationen wie früher die Sowjetunion. Für uns ist das derzeit das Wichtigste, Rumäniens Unabhängigkeit und Souveränität zurückzuerobern und wieder ein Staat zu werden, der seine Entscheidungen im größten Interesse der rumänischen Nation trifft, hier im rumänischen Parlament, von der rumänischen Regierung und nicht in Brüssel. Here in the Romanian Parliament and the Romanian government and not in Brussels. Dagegen setzt die Gruppe die Vision eines starken und großen Rumänien, tief verwurzelt in der christlichen Orthodoxie. Ein völkisches Großreich im biblischen Auftrag. Our nationalism, okay, is based on biblical principles. Unser Nationalismus basiert auf biblischen Prinzipien. Für uns ist es wichtig, nicht nur für Rumänien auf der Erde zu kämpfen, sondern wir kämpfen auch für Rumänien im Himmel. Später sind wir nicht auf dieser Erde, sondern wir müssen uns im Himmel alle wiedersehen. Und wir glauben, dass wir uns in der rumänischen Nation wiedersehen. Es gibt eine rumänische Nation im Himmel und nicht nur auf der Erde. We believe that there is a Romanian nation also in the sky, not only on the earth. Und auch in ihrer Propaganda appellieren Rumäniens Rechtsextreme an konservativ-traditionelle Emotionen und eine rigide Sexualmoral. Juni 2014, eine Demonstration in Bukarest. Die Noua Dreapta marschiert gegen Homosexualität und westliche Medien. Denn die würden der Nation ihre Seele rauben. Im Fokus vieler Transparente die Gewinnerin der vorletzten Eurovision. Denn transsexuelle Künstler wie Conchita Wurst dürfen nach Auffassung der Rechtsextremen erst gar nicht auf die Bühne. Es ist eindeutig, dass Homosexualität zu allen Zeiten und in allen geografischen Räumen existiert hat. Aber das ist kein Grund, homosexuelle Hochzeiten zu erlauben oder Kinderadoption. Wir können auch sagen, dass Vergewaltigung in allen Zeiten existiert hat und an allen Plätzen. Aber das ist kein Grund, Vergewaltigung zu legalisieren. Es zu legalisieren, das ist eine Form des Perversen, was eingegrenzt werden muss. Der Kampf gegen angebliche Perversion. Auch die NPD spricht mit diesem Thema die gesellschaftliche Mitte an.
Todesstrafe für Kinderschänder. Besonders im Internet spielt sie mit den Ängsten der Bevölkerung, gibt sich als soziales Gewissen. 10.000-fach werden ihre Propagandaseiten besucht. Überall in Deutschland finden Mahnwachen und Demonstrationen statt, organisiert von der NPD. Besonders aktiv ist Ricarda Riefling. Ihre Botschaft: Gewalt gegen Gewalt. Ich spreche mich da ganz klar für Todesstrafe für Kinderschänder aus, bin aber auch der Meinung, das darf jetzt nicht, natürlich macht, wenn ein Kind getötet wird, missbraucht wird, das macht wütend, das macht, macht sauer, aber man darf nie vergessen, dass wir Menschen sind und Menschen müssen menschlich handeln. Da gibt es ja auch viele Methoden, jemand dann aus dem Leben zu befördern, aber es ist halt so, dass jemand, der... Also Kinderschänder sind nicht therapierbar. Im Internet veröffentlicht die NPD ihr Aktionsprogramm. Hier geht es um die Volksgemeinschaft und Volksschädlinge und so wörtlich krankhafte Triebe, die es auszumerzen gilt. Positionen, die längst nicht isoliert sind. Ein Hasstitel bringt es inzwischen in YouTube auf weit über 1 Million Besucher. Dazu kommen über 3.600 positive Bewertungen. Und das für den Aufruf einer Liedermacherin der NPD nach Lynchjustiz. Für Extremismusforscher wie Hajo Funke ist die Hetze der NPD gefährlich, denn die Partei bedrohe die Demokratie. Sie ist populistisch, sie ist rechtspopulistisch. Und so versucht sie, Wahlen zu gewinnen, um, wenn sie zu viele Stimmen hat, das heißt die Mehrheit, genau dieses Prinzip rechtsstaatlicher, sozialer Demokratie zu vernichten, zu zerstören, durch eine neue Ordnung der rassischen Reinheit und des Größenwahns. Rassistische Positionen werden europaweit immer lauter. In der Schweiz ist die sogenannte PNOS aktiv. Die Partei nationalorientierter Schweizer. Sie gilt als die radikalste Gruppe im Land. Und Grundübel für die PNOS ist die Moderne schlechthin. Ja klar, habe ich Angst um meine Heimat und mein Volk. Da es immer dekadenter wird, da Traditionen verloren gehen. Und durch die Einwanderung und die Rassenvermischung, die in unserem Land vorherrscht, dass es in naher Zukunft gar kein Schweizer mehr gibt, sondern nur noch ein internationaler Einheitsbrei. Es wird überall, zu jeder Zeit, wird immer und überall, für was auch immer, Toleranz gefordert. Anstatt einfach einmal zu sagen, das ist wider der Natur, man muss nicht immer alles akzeptieren. Ich denke, Toleranz und die daraus resultierende Einwanderung, das ist sicherlich ein gemeinsamer Feind. Die Bedrohung durch fremde Mächte ist für die Schweizer Rechtsextremisten allgegenwärtig. Die Zerstörung der Heimat, die finanzielle Ausbeutung durch Großkonzerne sowie die angebliche Kriminalität durch Multikultur. Doch bei genauem Hinhören offenbart sich auch biologistischer Rassismus und eine Fundamentalopposition gegen die demokratische Schweiz. Das Problem der Rassenvermischung sehen wir vor allem darin, dass man halt eine Vielfalt der Völker dann auch verliert. Also wenn das Volk A mit Volk B sich vermischt, dann gibt es ein Volk C und Volk A und B verschwinden. Das ist eigentlich ganz einfach. Und es gibt dann ein brauner oder dunkelbrauner oder was auch immer Einheitsbrei. Zurück in die Tschechische Republik, nach Karlovary, einstmals Karlsbad. Februar 2014. In dem weltbekannten Kurort wollen Rechtsextreme aus ganz Europa aufmarschieren. Geschichte umschreiben. Nicht die deutsche Besatzungswillkür im Zweiten Weltkrieg, sondern die alliierten Bomben seien der wahre Kriegsterror. Es gibt ein paar Gegendemonstranten, doch die Rechtsextremen sind weit in der Überzahl. Ein Grund? Rund 200 Gleichgesinnte aus Deutschland sind angereist. Immer enger arbeiten ost- und westeuropäische Neonazis zusammen. Jedes europäische Land, wenn man sieht, durch die Globalisierung, ist von Überfremdung bedroht. Das betrifft jeden, nicht nur uns als Deutsche. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben mit anderen sich austauscht und schaut, Strategien findet, wie man eben diese Überfremdung in ganz Europa beseitigen kann. Der Kampf gegen das demokratische und multikulturelle Europa. Darin sind sich die Redner aus Tschechien, Ungarn und Deutschland einig. Dazu seien derlei Aufmärsche auch wichtig
für den Zusammenhalt der Szene. Es vermittelt ein Gefühl der Stärke und Zusammenschlüsse über den Grenzen hinaus. Etwa von deutschen Neonazis mit tschechischen Neonazis werden eben auch historisch versucht zu unterfüttern, indem man versucht, sich in eine Tradition der SS zu stellen, die eben auch im europäisch-internationalen Rahmen tätig gewesen ist. Doch wer sind Tschechiens Rechtsextreme, die sich europaweit vernetzen? Auch das wollen wir genauer wissen. In Prag erwartet uns die Führung der Arbeiterpartei der sozialen Gerechtigkeit, kurz DSSS, die wir von den anti-islamischen Demonstrationen kennen. Sie ist das wichtigste Sammelbecken des Landes. Nicht wenige Mitglieder kommen aus der 2010 verbotenen Delnica Strana. Für Thomas Wandasch, der sowohl der inzwischen illegalen Organisation Vorstand wie auch der heutigen Rechtspartei, ist das Verbot eine Farce. Auch wenn sie es uns 10-mal verbieten würden, würden wir unsere Meinungen und Gedanken nicht ändern und daraus lernen. Denn wir sind der Meinung, dass wir nichts gegen das Gesetz getan haben, sondern nur versucht haben, legitim Veränderungen in unserer Gesellschaft durchzuführen. Und das wollen wir immer noch. Gelernt haben wir vielleicht, mit größerer Intensität an die Sache zu gehen, um zu versuchen, die Veränderungen durchzusetzen. Seit 2011 hat die Zusammenarbeit der DSSS mit den deutschen Gleichgesinnten eine neue Qualität erreicht. Es kommt zu einem offiziellen Freundschaftsvertrag mit der NPD. Der Vorsitzende der Prager Rechtsextremen berichtet, wie er der NPD schon geholfen hat. Ich war insgesamt 3-mal da und habe beim Wahlkampf geholfen, Flyer und Materialien verteilt und am Infostand gearbeitet. Und bei ihrer Kampagne mitgemacht. Ist das nicht skurril bei einer Partei, die im Prinzip sagt, Ausländer stopp oder Ausländer raus, als nichtdeutscher Wahlkampf zu machen? Das ist nicht paradox. Sie kämpfen für den Erhalt ihrer Kultur und Tradition und diesen Kampf erkenne ich an. Den führen wir auch in Tschechien und in anderen Ländern in Europa. Ich sehe es nicht als Problem, ihnen beim Kampf für Nationalstaaten zu helfen. Jiří Petrivalský steht für eine neue Generation rechtsradikaler Funktionäre. Sein Augenmerk gilt Europa. Als tschechische Rechtsextremisten vor der deutschen Botschaft gegen ein NPD-Verbot demonstrieren, ist er dabei. Europas extreme Rechte. Ihr Netzwerk ist gut ausgebaut. Doch in Staaten wie Deutschland bleiben regelmäßige Wahlerfolge aus. Das könnte sich schnell ändern, wenn die wirtschaftlichen Probleme wachsen, warnen Wissenschaftler. Wenn also tatsächlich die deutsche Bevölkerung Abstriche am Sozialstaat erlebt, weil Geld in Europa und im Zug der Internationalisierung von unserem Lande abfließt, unwiderstehlich abfließt und weil Integrationspolitik der Aufgabe nationalstaatlicher Selbstbestimmung die Deutschen in diese Lage gebracht hat, dann verbindet sich Antiglobalisierung, Antikapitalismus, Antiparlamentarismus, Antihaltung zu den etablierten Parteien mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die Rechten tatsächlich ihre Punkte sammeln können. Europas Rechtsextremisten. Sie kämpfen für eine völkische Neustrukturierung des Kontinents. Aus militanten Kameradschaften sind in vielen Staaten Parteien gewachsen. Ihr Ziel aber ist das gleiche geblieben. Die Überwindung der multikulturellen und demokratischen Gesellschaften.